Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitskosmetik-Videos. Heute möchte ich euch zeigen, was ich dafür tue, um meine Gesichtshaut so weich, glatt und strahlend wie möglich zu erhalten. Wer weiche Haut haben möchte, sollte großes Augenmerk vor allem auf die Ernährung legen. Besonders wichtig für die Haut sind die Vitamine E und A, die sich zu großen Teilen auch im Granatapfel befinden. Ebenso ist er eine reiche Quelle für die B-Vitamine, die auch für den Erhalt der Haut benötigt werden. Zahlreiche Vitamine und Mineralien verhelfen unserer Haut zu voller Stärke und ganzem Glanz, die wir unter anderem auch in verschiedenen Arten von Beeren finden. Und deshalb ist es natürlich stark zu empfehlen, dass wir diese Früchte vermehrt in unseren Speiseplan integrieren. Ganz wichtig ist es für weiche Haut, dass sie mit ausreichend Flüssigkeit versorgt wird. Denn wenn unser Körper einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf hat, deckt er diesen zuerst, indem er der Haut Wasser entzieht. Damit es erst gar nicht zu einer solchen Mangelsituation kommt, sollte man ausreichend und regelmäßig trinken. Ganz hervorragend bieten sich da natürlich diese grünen Säfte an, denn das Chlorophyll darin verhilft den Hautzellen zu mehr Sauerstoff. Es bindet toxische Stoffe im Körper und hilft so beim Entgiften. Und da grüne Säfte auch basisch auf den Körper wirken und Nahrung für die guten Darmbakterien sind, die wiederum für ein starkes Immunsystem sorgen, grüne Säfte auch reich an Phytonährstoffen und Antioxidantien sind, die für gesunde und schöne Haut wichtig sind, sollte man sich grüne Säfte täglich einverleiben, um die Haut durch eine beschleunigte Zellteilung und erhöhte Zellregeneration zu straffen. Mein Video zu den grünen Säften werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Grüne Säfte sind also ein Muss, ebenso wie reines, destilliertes Wasser, von dem wir mindestens 2 Liter pro Tag trinken sollten, insbesondere dann, wenn man viel Wasser durch Schwitzen verliert. Sollten wir dafür sorgen, dass wir diese Getränke reichlich in unseren Speiseplan täglich integrieren. Mein Video zum destillierten Wasser werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Abgesehen also von der gesunden Ernährung und dem reichlichen Trinken von Wasser und grünen Säften, gibt es schon ein Video von mir zu einem sehr wirkungsvollen Gesichtswasser, welches nur aus Apfelessig und dem Saft einer Biogurke besteht und welches in Form von Eiswürfeln auf die Haut, auf die Gesichtshaut aufgetragen wird und der Haut zu Spannkraft, kleinen Poren, Elastizität und Feuchtigkeit verhilft, während die Eiswürfel für eine starke Durchblutung sorgen. Das Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Abgesehen von diesem wirkungsvollen Gesichtswasser wende ich seit neuestem auch folgendes Gesichtswasser an, welches nur aus 3 Zutaten besteht, und zwar aus naturtrübem Apfelessig, destilliertem reinem Wasser und Natron. Und sehr günstig und einfach herzustellen ist. Und davon stelle ich immer nur eine ganz kleine Menge her, also so viel wie in ein kleines Glas passt, damit man es innerhalb einer Woche aufbrauchen kann und so gewährleisten kann, dass sich keine Bakterien ansammeln. Der Apfelessig trägt dazu bei, den pH-Wert der Haut zu regulieren. Die Fruchtsäure sorgt dafür, dass sich die Hautporen zusammenziehen. Das Pektin im Apfelessig regt den Stoffwechsel an, dadurch kann sich der Körper besser der Schlacken und Gifte entledigen und beugt auf diese Weise Hautunreinheiten effektiv vor. Zusätzlich weist Pektin eine leicht blutverdünnende Wirkung auf, was sich unter anderem auch positiv auf die Durchblutung der Haut auswirkt. Der Essig trägt also auch zu einer glatteren Haut bei und hilft, eine frühzeitige Faltenbildung zu vermeiden. Zu dieser Apfelessig-Wassermischung gebe ich dann einen kleinen Teelöffel Natron hinzu. Natron als Zusatz hier hat eine verjüngende Wirkung auf die Haut. Die Haut wird glatt und weich. Durch den basischen pH-Wert von Natron wird das Milieu der Hautoberfläche neutralisiert und dadurch wird der eigene Rückfettungsmechanismus der Haut aktiviert. Wie wir gerade gesehen haben, reagiert Natron mit Apfelessig und deshalb sollte man es nur ganz langsam und körnchenweise hineinstreuen und nicht alles auf einmal, wie ich das gerade getan habe, weil sonst das Ganze einfach überschäumt und verschwendet wird. Wenn man ein größeres Glas dafür nehmen würde, dann wäre die Gefahr natürlich auch kleiner, dass die Mischung überläuft. Aber ja, inshallah. Tatsache bleibt, dass dieses Gesichtswasser sehr positive Wirkungen auf die Verjüngung der Haut hat. Die Haut im Gesicht weich, glatt und geschmeidig macht, mashallah. Und deshalb benutze ich das täglich seit neuestem und schmiere mir das, wie wir das gerade gesehen haben, einfach mit dem Finger, den ich immer wieder in dieses kleine Glas tunke, über das gesamte Gesicht und das Dekolleté. Ich benetze also mein Gesicht und meinen Hals nach jedem Voodoo-Vorgang mittels meiner Finger mit diesem Gesichtswasser und lasse es dann ganz normal an der Luft trocknen, bevor ich mein Gesicht und meinen Hals dann mit meiner Aloe Vera Creme eincreme. Ich wasche das Gesichtswasser also nicht ab, sondern lasse es einfach nur an der Luft trocknen, bevor ich dieses dann mit meiner selbstgemachten Aloe Vera Creme eincreme. Dieses Gesichtswasser hat mir sehr gute Resultate erbracht im Kampf gegen trockene Haut,
die ich anfangs durch das trockene Klima hier in Namibia bekommen hatte und die sich dann durch dieses Gesichtswasser wieder wunderbar normalisiert hat. Alhamdulillah. Als weiteres sehr effektives Gesichtswasser im Kampf gegen trockene Haut hat sich folgendes Gesichtswasser bewährt, welches sich ebenso hier in Namibia bei dem extrem trockenen Luftklima erfolgreich für meine Haut im Gesicht einsetze. Und zwar besteht dieses Gesichtswasser nur aus Natursalzsohle und DMSO. Das Video zur Natursalzsohle verlinke ich euch hier oben nochmal. Darin werdet ihr auch sehen, dass man die Natursalzsohle eben nicht mit Metall in Berührung bringen sollte, weshalb ich eben einen Plastiklöffel zur Entnahme benutzt habe. Zu 2 Esslöffeln Natursalzsohle gebe ich dann einige Tropfen von diesem DMSO. Dieses aber darf natürlich nicht mehr mit Plastik oder Kunststoff in Berührung kommen. Zu DMSO als solches werde ich inshallah noch ein Video drehen. Wichtig zu erwähnen hier jetzt in Bezug auf das Gesichtswasser ist nur folgendes: Der DMSO zellschützend, zellregenerierend, blutgefäßerweiternd, Blutzufuhr steigernd ist. Die Natursalzsohle selber ausgleichend, durchfeuchtend und herrlich entspannend auf die Haut wirkt und unterstützend sowohl bei fetter als auch bei trockener Haut wirkt. Ebenso antibakteriell und entzündungshemmend wirkt. Erzeugt die Kombination dieser beiden hochwirksamen Wässerchen ein sehr effektives Gesichtswasser, welches die Haut regeneriert, strafft, verjüngt, die Hautporen verfeinert und, nachdem es getrocknet ist auf der Haut, in Kombination mit meiner natürlichen Aloe Vera Creme ein wunderschönes, glattes, weiches Hautbild liefert. Subhanallah. Wichtig ist aber, dass die Haut unbedingt erstmal trocknen muss, bevor man die Creme dann drauf gibt. Und das Gesichtswasser sollte man nur mit den Fingern auf die Haut auftragen, weil DMSO nicht in Berührung mit Kunststoff oder anderen Chemikalien kommen darf. Es sollten daher keine Wattepads oder andere künstliche Materialien verwendet werden, um dieses Gesichtswasser auf die Haut aufzutragen, welches auch nur in einer Glasflasche aufbewahrt werden sollte. Das Gemisch aus Natursalzsohle und DMSO strafft die Haut, da es für eine verbesserte Wasseraufnahme sorgt und Gewebe stabilisiert. Abgesehen also von den genannten 3 Gesichtswasservarianten benutze ich wie gesagt immer meine selbstgemachte Aloe Vera Creme hinterher oder auch meine Schwedenbitter Creme, die meinem Hautbild Spannkraft und Jugendlichkeit verleihen. Eine weitere sehr wirkungsvolle Methode, die Haut straff und glatt und weich zu erhalten, ist die Schröpfmethode. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in der Tat die beste Medizin, die ihr habt, ist Hijama, also das Schröpfen. Und er sagte auch, im Schröpfen gibt es in der Tat Heilung. Zwar beziehen sich die meisten Hadithe auf das blutige Schröpfen, das bei verschiedenen Krankheiten an anderen Körperteilen angewandt wird. Nichtsdestotrotz gibt es auch das trockene Schröpfen, welches wir hier im Gesicht anwenden, was aber auch an anderen Körperteilen, insbesondere Problemzonen, erfolgreich im Kampf gegen Zellulite angewandt werden kann. Hier in diesem Video jedoch werde ich nur das kleine Schröpfglas anwenden. Und zwar habe ich dazu meinen Sohn, also den Rücken meines pubertierenden Sohnes, benutzt, um zu zeigen, wie man das kleine Schröpfglas im Gesicht anwenden kann. Und zwar muss dazu die Haut vorher immer unbedingt eingeölt oder eingefettet werden. Im Gesicht benutze ich dazu natürlich meine selbstgemachte Aloe Vera Creme oder meine Schwedenbitter Creme. Hier für den Rücken meines Sohnes habe ich jetzt ein Teebaumöl-Gemisch benutzt, also zu einem Drittel Teebaumöl und 2 Drittel Olivenöl und Schwarzkümmelöl. Und dann wird das Schröpfglas, wie wir das jetzt hier sehen, mit Hilfe von Vakuum an der Haut angebracht. Und dann wird in kreisenden Bewegungen über die Haut drüber gefahren. Die wunderbare Wirkung besteht darin, dass der Stoffwechsel aktiviert wird und in den Bindegewebszellen vermehrt Kollagen und Elastin produziert wird, also Stoffe, die die Spannkraft der Haut verbessern. Schröpfen energetisiert und durchblutet die Haut und entgiftet das Gewebe. Der reinigende Effekt erstreckt sich auch über die Nebenhöhlen, auf die die Schröpfkopfmassage ebenfalls reinigend wirkt. Das Schröpfen ist gleichzeitig eine wunderbare Lymphdrainage, verringert damit die Schwellungen im Gesicht. Schröpfen hilft gegen alle Alterungszeichen der Haut. Durch das Vakuum, welches auf der Haut entsteht, durch das Absaugen der Luft aus dem Glas, wird ein Unterdruck ausgelöst, der den Blutfluss anregt und die Durchblutung der Haut und Muskelschichten. Durch diesen Reiz wird eine Steigerung der Durchblutung und ein Zusammenziehen des Gewebes erreicht,
was sich im Sinne der Reflexzonen auch auf innere Organe auswirkt. Durch das Schröpfen werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und so eine Umstimmung in den Körpersäften erreicht. Dies führt zu einer Erweiterung der Blutgefäße, was zu einer verstärkten Durchblutung führt. Der Stoffwechsel wird so aktiviert. Der Energiefluss wird angeregt und das Schröpfen macht das Gesicht schön, verbessert den Teint und zaubert Fältchen weg. Hier zeige ich jetzt die Wege, die ich im Gesicht mit dem Schröpfglas ziehe. Also ich fange oben in der Mitte der Stirn an, zwischen den Augen und ziehe immer nach oben. Zuerst geradeaus, dann rechts rüber über die Augenbrauen und dann links rüber über die Augenbrauen nach runter bis zum Kinn. Dann ziehe ich dreimal die Wangen hoch, also erst an der Innenseite der Nase entlang an dem Auge vorbei, dann schräg hoch am Auge wieder vorbei und dann rechts noch hoch, also die ganze Wange dreimal und dann genau das gleiche auf der anderen Seite, immer zuerst an der Innenseite entlang der Nase, dann in der Mitte schräg hoch am Auge vorbei und nochmal rechts die Außenseite hoch. Dann ziehe ich nochmal quer über jede Seite der Wange, immer vom Nasenbein angefangen nach außen und das fange ich von oben an und dann Mitte und bis ganz runter, also immer von der Mitte nach außen. Und dann machen wir da genau das gleiche natürlich auch wieder von der anderen Seite. Wir fangen wieder oben beim Nasenbein an, unter dem Auge entlang nach außen, dann von den Nasenflügeln nach außen, dann von der Mitte der Rinne unter der Nase nach außen hin, dann von der Mitte unter den Lippen nach außen und vom Kinn nochmal nach außen. Und dann werden wir den Hals entlang ziehen und zwar immer von unten nach oben, um eventuell sich bildenden Hängefalten entgegenzuwirken. Zwar fange ich da auch wieder in der Mitte an, immer von unten nach oben, gehe dann auf die rechte Seite rüber, immer von unten nach oben und genau dann und dann wieder das zurück, das Ganze bis zur Mitte und dann fangen wir von der Mitte an und gehen auf die andere Seite, immer von unten nach oben und am Ende wieder zurück zur Mitte des Halses. Wichtig ist dabei, dass man mit dem Schröpfglas immer von unten nach oben zieht, um der Schwerkraft entgegenzuwirken. Das Schröpfen ist also eine wunderbare Methode, um das Gesicht schön zu machen und kleine Fältchen wegzuzaubern. Da es die Haut noch besser als jedes Wässerchen und Mittelchen strafft, kann es mit der Zeit sogar ein Doppelkinn entfernen. Hier spreche ich sogar aus Erfahrung, da mein kleines Doppelkinn, was ich vorher hatte, komplett verschwunden ist. Alhamdulillah. Ähnlich wirkungsvoll wie das Schröpfen für das Gesicht ist auch die Trockenbürstenmassage für das Gesicht. Denn sie befreit das Gesicht von Hautschüppchen und reinigt die Haut samt weich und geschmeidig. Wer keine solche Körperbürste hat, kann auch einfach solch einen Waschlappen hier benutzen, also einen Massagehandschuh, der ebenfalls die Durchblutung anregt und fit hält. Das Trockenbürsten oder Trockenrubbeln der Haut im Gesicht bewirkt, dass sich die Poren der Haut öffnen, was eine deutlich bessere Durchblutung zur Folge hat. Das hat den Effekt, dass die Haut wohlig gewärmt wird und die Haut wunderbar weich und geschmeidig danach wird. Da das Lymphsystem durch das Bürsten oder Rubbeln ebenfalls aktiviert wird, können Schadstoffe schneller transportiert und entsprechend ausgeschieden werden. Eine Entgiftung findet dann sozusagen statt, sodass es auch am Anfang im Gesicht zu Pickeln kommen kann, die aber mit der Zeit dann wieder verschwinden und die Folge ist eine sehr schöne, weiche, glatte Haut. Mit den genannten Maßnahmen im Video könnt ihr eine wirklich wunderschöne, weiche, glatte Haut bekommen, sofern ihr dabei auch von innen für eine weiche, schöne Haut sorgt, indem ihr euch mit viel Rohkost gesund ernährt, eine grünlastige Ernährung pflegt und sehr viel trinkt. In diesem Sinne wünsche ich gute Gesundheit von innen und von außen und eine jugendliche, straffe, glatte und weiche Haut. Liebe Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.